Hoi zusammen, herzlich willkommen zu Wandel. Ja, in dem Game wandelieren wir von Großstadt zu Großstadt, knobeln und puzzeln uns durch Polizisten durch oder an ihnen vorbei an eine frei, schön stehende Wand, um dort unser Graffito zu taggen. Und wenn wir dann mehrere von diesen Graffito haben, wenn wir ein Graffito haben, haben wir dann nachher plötzlich mehrere Graffiti. Ah, nein, das mit dieser Grammatik ist halt immer so eine Sache. Auf jeden Fall, als ich das Game beim MJ gesehen habe, habe ich müssen sagen, wow, das ist genau das, was ich mal will und muss zocken. Und darum, danke vielmals, Adrian, oder wahrscheinlich ist der Adrien, je ne sais pas, peut-être tu parles le français. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich ihm auf Deutsch geschrieben und er hat mir auf Englisch retour geschrieben. So läuft das. Und ich nehme an, er wird auch bei Arte oder irgendwo arbeiten. Keine Ahnung, auf jeden Fall danke für den Key. Und ich löse jetzt hier auch gerade mal schnell noch, bevor wir starten, mein Versprechen ein, weil don't push me. Cause I'm close to the edge, I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Yeah, broken glass everywhere. People pissing on the stairs, you know they just don't care. Aber wir lernen jetzt hier dabei, wir werden doch nicht irgendwelche Urheberrechte noch verletzen oder so. Und das muss länger, lieber Adrien. Danke für den Key. Und wer mehr gute Musik will haben, darf gerne unten in der Beschreibung auf meine Spotify-Playlist klicken. Die ist ganz öffentlich und dort habe ich Sound zusammengestellt, wo von mir aus gesehen zum Thema passt. Alles, was ein bisschen mit Graffiti, Hip-Hop oder so die Zeit von der, das fängt glaube ich in den 70er rein an. Wir machen ja da eine ganze Geschichte durch. Wir erleben die Geschichte vom Graffiti irgendwie. Hm? So heisst es einmal. Was mich eigentlich wirklich genau erwartet, weiss nicht. Ich habe mal das Tutorial durchgemacht und jetzt klicke ich einfach mal hier zum Starten. Und du siehst, wir starten in Paris. 1968. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Graffiti hier erfunden worden ist. Das Einzige, was ich weiss, ist, schon die alten Ägypter haben Wände bemalt. Also bitte, liebe Leute, tut doch nicht blöd. Hä? Bei den Ägyptern wird es heute als Kulturgut angeschaut und andere schauen es heute als Schmierereien an, nur weil sie es nicht können lesen können. Lehrt doch mal die Sprache. Egal, wir gehen auf Paris und fangen doch mal an, wo sprayen. Also sprayen. Zuerst müssen wir uns eben einen Weg durchknobeln, weil du siehst, hier sind wir. Da müssen wir rein. Warte, ich muss da schnell ein bisschen raus. Zack. Und da sehe ich, der Polizist, der kommt dann irgendwie hier rein. Oder sieht bis hier rein, besser gesagt. Und wenn ich hier eins führen gehe, macht er vielleicht etwas? Nein, macht er nicht. Aber ich könnte ja dann nochmal eins führen gehen. Und den Stern hier holen, da kriege ich mir einen Bonuspunkt über. Und das mache ich, indem ich mal hier rein gehe. Zum Anlocken pfeifen. Also pfeifen mal. Hey! Was? Was machst du? Kommst jetzt du jetzt hier runter oder gehst jetzt du jetzt drüber? Ich geh mal drüber. Nein, du kommst dort über. Scheiße, dann gehe ich auch wieder da rüber. Dann komm ich jetzt hier rein. Dann kannst du jetzt hier rauf. Zack. Rüber. Zack. Nimm den Bonus mit. Ha! So einfach geht das. Und dann gehen wir wieder retour. Und jetzt fangen wir an zu sprayen, oder? Weil der hat mich ja nicht gesehen. Yeah! Geile Sache. Jetzt können wir hier etwas sprayen. Und ich gebe es zu, ich bin alles andere als ein grosser Künstler. Also wirklich, bin ich nicht. Aber ich glaube, ich kann hier so verschiedene Grössen einstellen und ich kann hier. Ah! Mein Tag, mein Pseudonym, ich bin hier der Grog. Aber wenn schon, dann schon, wäre es in Gelb. Aber eigentlich möchte ich jetzt zuerst noch einfach ein anderes Tag machen. Ich meine, wie fängt man an von Taggen? Oder wie ist das ganze Taggen entstanden? Das vielleicht mit Schwarz, weil das Erste, was mir da dabei in den Sinn kommt, ist das. Warte, das müssen wir aber dicker machen hier. So, schau. Ich bin nicht mehr ganz sicher, er hat glaube ich alles gross geschrieben, aber das weiss ich nicht.
Ja, es ist ein bisschen dick. Ja. 1, 8, 3. Ja, das ist nichts. Komm, das ist nichts. Das tun wir alles wieder löschen. Nimm einen dünneren, aber so einen dünnen. Also, da. Der Taki. Ich schreibe es jetzt halt, so wie ich es schreibe. 1, 8, 3. Ja, vielleicht die einen oder die anderen werden ihn kennen. Er war eigentlich so mehr oder weniger der erste berühmte Tagger in der Sprayer-Szene, wenn man dem so sagen will. Aber eigentlich wollte ich gar nicht im Taki da seine Ehre beschmutzen. Sondern wir machen etwas anderes. Ich bin ja jetzt selber auf Graffiti-Kurs und probiere selber irgendwie zu Weltraum zu kommen mit meinen Tags. Und mit was fängt man an? Taggen? Natürlich. So. Oh, warte, hier machen wir noch einen Punkt. Hier machen wir noch einen Punkt. Hier machen wir noch einen Punkt. Hä? Ist doch klar, was das heisst. Fröhliche Tugenden publizieren. So, wunderbar. Das lernen wir so. Was ist jetzt denn da? Ah, da haben wir da noch. Wo kann ich das noch? Ah, okay. Da könnte ich im Hintergrund noch mein Pseudonym haben. Ah, wollte ich aber nicht. Kann ich das auch in einer anderen Farbe haben? Zeigen wir schnell. Nein, es kommt immer in Schwarz. Aber ich will es gar nicht in Schwarz. Ich will es eigentlich. Gelb, wenn schon, dann schon. Also nein, wir lernen das. Ja, das ist so halt. So fängt man an taggen. Also ich habe einmal so angefangen. Ich habe zwar gar nie irgendwie an den Wand gespreit. Das wird mal alles nur frei erfunden und spielt, was ich da mache. Darum haben wir da lachen. Wendels, Paris, am 1.12. Ein verdammter Stern, komm ich für das wunderbare Tag über. Ist doch gut, wunderbar, super. Wir gehen gleich weiter und schauen, wo es uns hinführt hier bei Wendels. Ich glaube, das nehmen wir noch mit und nachher machen wir eine Pause. Hey, schau, der ist am Pennen, der ist am Pennen. Also gehen wir mal eins führen. Kann ich die Flasche mitnehmen? Flaschen schmeißen, um abzulenken. Ja, mach ich. Schau, jetzt gehe ich hier schnell hindern und schmeiß die Flasche hier hin. Dann bist du nämlich dort. Hahaha. Und ich komme, du gehst, 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 ich komme und. So ist das. Und jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen dazugelernt. Jetzt nehmen wir noch schnell ein bisschen andere Farbe dazu. Nein, wir machen es wieder so. Wir schreiben es noch ein, ist genau das gleiche. He? So, aber das mal ein bisschen schöner. So. Und jetzt tun wir das alles noch gelb umrahmen. Mit dünn, aber so. Yeah. Ja. Wir wollen schließlich Spraydosen verfüttern en masse. So. Oh, da läuft es runter. Überall. Macht nichts. Gut. Hä? So lernen wir dazu. Wow, habe ich das gut gespreit. Warte, das müssen wir noch ein bisschen ausbessern. Da kann ich ja nichts sein. Da müssen wir noch ein bisschen schwarz haben. So. Und that's it. Ah nein, Punkte fehlen noch. Punkte fehlen noch. Warte, schau, das machen wir auch so. So und so. Und dann machen wir rundum noch ein bisschen gelb. Oh nein, warte, das war gar nicht gut. Ich muss die drei Punkte wieder wegnehmen, weil die werden wir ja gross haben. Und natürlich auch in Schwarz. So. Wird hier schließlich grammatikalisch korrekt sein. Und dann werden wir hier rundreisen. So, mehr oder weniger. Gut, und jetzt nehmen wir hinten dran noch den Grog. Das sieht einfach scheiße aus, sorry. Wenn ich das noch in einer anderen Farbe habe, fände ich das cool, aber so. Das ist irgendwie so ein bisschen. Naja, wir machen hier ein Fötterchen und posten das auf Insta. Oh, schau da, der Schmier kommt. Ah, tschüss. Hau gerade ab. So, ich war unsichtbar. Hey, und es hat schon zwei Sterne gegeben, weil ich zwei Farben gebraucht habe. Yes, am 2.12. So geht das. Und ich danke dir mal, dass du da dabei warst. Hoffe, bis das nächste Mal wieder. In dem Sinn, cheers!